So, ich würde vorschlagen, wir sollten am besten nochmal einen zweiten Scan drüber laufen lassen. Weil man weiß nie, was innerhalb von einem Tag alles auftaucht. Hoffentlich nichts Schlimmes, dass der erste Scan nicht zu ungründlich war. Glaub mir, ich kenne Geschichten. Da war am einen Tag war nichts und am zweiten Tag hat sich ein Schlachtschiff reingeworbt, ohne dass sie es wussten. Oh je. Hoffen wir mal das Beste. Jo. Bing. 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 Warnung, unbekanntes Objekt in Sektor 3-2 entdeckt. Klasse, keine Rettungskapsel. Inhalt unbekannt. Entfernung 3,7 Kilometer. Check, check. Da würde ich auch doch mal vorschlagen, flieg mal hin, oder? Ja, aber ich würde vorschlagen, dass ich dahin fliege, weil ich habe an meinen Landebeinen ein bisschen rumgebastelt. Okay. Und dann kann ich das Ding im Notfall einfangen. Weil ich denke mal, dass es durchaus mit einer Geschwindigkeit unterwegs ist. Denke ich mal. Sicherheitshalber bleibe ich hier an Bord des Schiffes, falls irgendwas sein sollte. Genau, irgendeiner sollte ja mal aufpassen. Alles klar. Bis später. Viel Erfolg. Ah, Außeneinsatz am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Dann fangen wir uns mal das kleine Teil. Yippie! Und ab dafür. Ich glaube, wir müssen den Entfernungsscanner mal neu einstellen. Das ist so weit, wie es eigentlich gesagt hatte. So. Guten Tag, ich bin der Klempner, ich bin hier zum Stopfen. Ah. Uiuiui, wackelt das Teil. Ruhig. Ruhig. Flieg dich nach Hause, ob du willst oder nicht. Ah. Bist du? Ui. Oh, mein Kopf, wo bin ich? Western, Tupfer, Galpell, Käse-Sandwich. Okay. Kreissäge! Kreissäge? Guten Tag. Na, Donnerröschen, fertig mit Schönheitsschlaf. Wo bin Guten ich? Guten Morgen! Ja, hallo. Darf ich fragen, wer Sie sind? Und vor allem, wo bin ich hier? Willkommen auf der USS Odyssey. Kreativer Wobei, Name, gefällt vergesst mir. Das USS. Willkommen auf der Odyssey. Schöner Name. Ja, geht so. Darf ich mal fragen, was passiert? Ich erinnere mich noch... Lückenhaft, was das, was passiert ist. Oh, mein Kopf. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass du bei uns irgendwann auf dem Scanner aufgetaucht bist, als Trudel- und Rettungskapsel ich dich eingefangen habe und nach Hause gebracht habe. Also, hierher. War eigentlich irgendwas mit mir nicht ganz in Ordnung? Ich habe irgendwas von Kreissäge-Erinnerungen. Also wegen der Kreissäge, das ist... Morgen erstmal, das ist... Morgen? Das ist so zu verstehen. Wir mussten dir dein Bein abnehmen. What? Nein, wir haben uns deine Kapsel nochmal angesehen und die war schon so ramponiert, wir mussten sie teils komplett zerlegen und haben die Teile einfach in unserem Lager eingestaut. Boah, ich hab sonst was gedacht. Ja, und der gutste Dagmar ist ja ist zu... Moment mal. Mir kommt deine Stimme so bekannt vor. Ja. Kennen wir uns nicht? Ach Gott, das Blauhemd kennt doch wirklich Gott und die Welt. Ach, Moment, ich bin weg hier. Jägertraining? Moment, Jägertraining? Ja, da waren wir. Warst du etwa der Dings, der Akademiker, der da. Oder, ne, Akademiker, der noch seine Prüfung da abgelegt hat? Ja. Ich erinnere mich, ja, hey. Das war die Flachzange, die durchgefallen ist. Ach so, ja, stimmt. Mensch, wie kommst denn du hier eigentlich raus? Ich weiß nur noch, dass ich eigentlich von der Raumstation mit meinem Frachter los bin, um welche Sachen abzuliefern.
wo ich dann von hinten angegriffen wurde, mich nur noch mit Rettungskapsel abschießen konnte. Danach war ich gar nichts mehr. Hm. Das war bei, das war hier in der Nähe? Ja, die Station im Sektor Alpha 3, glaube ich, so hieß was. Wir sind in Alpha 4, also gleich nebenan. Alpha 3, das gibt Erinnerungen. Billiger Fusel, Kartenspiele, leichte Weiber. Ah, herrlich. Ach ja, ich mag die Raumstation, obwohl sie immer noch eine Baustelle ist. Naja, die wird auch nie fertig. Die gehörten mal irgendwie, ich glaube, die xantianischen Mafia-Leute da von dem Planeten in der Nähe, die haben da anscheinend das Baumaterial verschlammt. Ich würde lieber ein Casino von bauen. Ich überlege gerade, was hatten, oder besser gesagt, weißt du überhaupt, wer dich abgeschossen hat und welchen Grund die dazu hatten? Ich habe das in der Vermutung, aber ich glaube, das erzähle ich euch gleich mal in einer Ruhe. Ich wollte gerade sagen, wurde lang genug ausgefragt. Ich bin zwar einer, der solche Tagerunden liebend gern mag und auch gerne detailliert nachfragt, beziehungsweise den Gedanken oftmals auf die Sprünge hilft. Aber ich denke mal, wir sind ja hier nett und freundlich und da du ihn kennst, denke ich mal, solltest du am besten noch eine Mütze Schlaf holen. Ja, eben. Ruh dich erstmal aus. Ich kann dir nachher noch aus unserem Getränkeautomaten was vorbeibringen. Und wenn du dich dann wieder fit fühlst, kannst du da einfach nachher zu uns auf die Brücke hochkommen. Das ist, wenn du hier aus der Tür rausgehst, gleich rechts hinten durch und immer geradeaus, dann kommst du zu einem Fahrstuhl, da einfach hochfliegen und dann bist du schon auf der Brücke. Geht klar. Man sieht sich dann bis gleich. Jo, erhol dich gut. Daniel, nicht so schnell. Lachzange. Mensch. Was? Erst wo du draußen weg warst, hatte ich ja noch ein bisschen Zeit, was zu machen. Ich habe unsere Pflanzen noch ein bisschen modifiziert, dass sie schneller wachsen. Das heißt, wir haben bald unsere erste Ernte. Aha. Ja. Okay. Bald gibt's Erdbeeren. Ich habe gesehen, dass wir schon auf dem Weg hierher die Erdbeeren geknabbert haben. So, ja, das wer war genau ist die Flachzange? Also, das war... ich war noch mit ein paar anderen Leutchens zusammen bei einem Flugtraining. Und... das ich geleitet habe. Ja... daher kenne ich den Typen, aber es hat sich so angehört, als ob du den noch von irgendwo anders daher kennst. Ich überlege gerade, also eigentlich... wenn nicht, ist auch in Ordnung. Dann halte ich einfach ein genaueres Auge drauf. Ich kenne ihn auch erst seit dem Flugtraining, wenn ich genau überlege, ja. Okay, dann haben wir das Thema auch schon geklärt. Nee, wegen dem... ah, da kommt das Dornröschen schon. Hey Leute. Willkommen auf der Brücke. Schönes Schiff, muss man wirklich sagen. Ja. Mein Kopf tut zwar immer noch tierisch dröhnen, aber es geht jetzt wieder so weit. Kannst gerne in die Kantine gehen oder. Genau. Nee, ich denke, niemals in sein Labor und such nach Kopfschmerztabletten. Nee, du wirst sie finden, aber er hat vieles damit angestellt. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte erstmal wissen, was hier eigentlich los ist. Okay. Folgendes, ich weiß nur, ich war auf der Raumstation, hatte Waren abgeliefert. Da habe ich dann so ein Gespräch von ein paar interessanten Leuten. Ich dachte eigentlich, die wären von unserer Firma, aber wo ich jetzt drüber nachdenke, die kannte ich nicht. Und die Sache ist die, ich hatte gehört, wie sie einen der Wachmänner erpressten für Koordinaten von der Lieferung. Wenn ich richtig erinnere, ging es um Waffentechnik. Waffenkonvoi, herrlich. Stimmt, ich habe vor kurzem, weil ich bekomme immer noch die Infonews über mein Profil von unserer Firma rein und da war die Rede, dass wohl demnächst wieder einer dieser riesigen Konvois demnächst starten würde. Oh, schick. Ich frage mich, was die an Bord haben. Es gibt so einige schöne Sachen, die ich gerne hätte. Ich frage mich, wo die Leute waren. Vor allem, die sind ja dann, so wie du sagst, dann in dem Outfit eurer Leute rumgerannt, wenn ich das richtig höre. Ja, die waren gekleidet wie normale Bauarbeiter. Warum deswegen, sollten die an dem Konvoi interessiert sein? Ich denke, da ist irgendwann im Busch, aber man sieht. Ich weiß nur, dass ich kurz darauf angegriffen wurde und mein schönes Schiffchen zerstört wurde. Oh Mann, das Ding war teuer. Ach, lass gut sein. Hier bist du an Bord von einem gut ausgestatteten Schiff, also keine Sorge. Ich muss dann sowieso mal ein paar Beziehungen spielen lassen, ein paar Freunde. Wollen mir meinen Liebling schicken lassen, aber das kann noch ewig dauern.
deswegen wird eher aufpassen bei sowas. Im schlimmsten Fall hast du dann auch ein nettes kleines Geschenkpräsent noch drin. Ja, das ist sowieso noch es wird sowieso noch dauern. Es ist ein Konstruktionsschiff. Das ist, hat gerade einen anderen Auftrag. Ja, aber trotzdem, wenn du es irgendwo hast, wo es wo keiner wirklich Zugriff drauf hat, dann lass es dort am besten vorerst. Ja, okay, dann lass es erstmal da, stimmt schon. Du solltest besser Gras über die Sache wachsen lassen, bevor da noch irgendwelche Präsente drin sind. Zumal generell, wärst du denn da eigentlich gerne dann bei uns in der Crew mit dabei? Da ich momentan so sehr fest sitze, schließe ich mich euch liebend gerne euch an. Moment. Was denn? Wie viel Fusel verträgst du? Hängt von der Tageskondition ab, aber 2-3 Flaschen sind drin. Dieser alte Säufer. Also, er kennt Alpha, er kennt die Alpha-Basis, er kann was aushalten. Der Typ ist mir sympathisch. Alles klar. Nur, weil ich habe mehr hier so versuche, das als helles Köpfchen hier zu wirken. Was für Kenntnisse hast du? Also? Ich bin hauptberuflich Terraforming-Techniker. Sprich, ich arbeite hauptsächlich mit Terraformen und modifiziere sie auch gern mal auf Anpressen und halt ein ziemliches Talent für Mechanik. Sonst bin ich ein guter Frachtschiffpilot. Finde ich richtig gut, dass du mit Terraform dich auskennst. Da werde ich dich bestimmt das ein oder andere Mal in meinem Labor gebrauchen können, wenn ich mal nicht weiter. Ach, du lieber Gott. Ein Forschungsfreund, ja! Ach, heiliger. Okay. Nur, ich weiß ja nicht, möchtest du dich vielleicht noch von den letzten Teilen von deiner Rettungskapsel verabschieden, oder? Ach komm, schmeiß weg das Ding, sonst hau ich noch einmal ein Schiff hinterher. Gut, ich pack sie in die Schussanlagen. Bisschen Zielschießen für die Geschütztürme. Du könntest doch einfach über die Dings, über die Müllauswürfe machen. Ah, wenn dann richtig. Habt ihr eigentlich überhaupt keinen Recycler an Bord? Bisher noch nicht. Nö. Weil, Gut, du hast geschattetes Schiff, okay. Naja, Recyceln braucht keine Sau. Du musst wissen, die ganzen Materialien, die du hier an Schiff siehst, das sind alles zusammengeschusterte Materialien aus den Schiffen und Basen, die wir auf unserer allerersten Plattform hatten. Ah, ich hab mich schon gewundert, das Schiff sieht nämlich so schön knallbunt aus und hat so interessante Konfigurationen der Materialausrüstung. Das knallbunt ist, einer von uns hatte noch ein paar Farbeimer übrig. Ja, ein bisschen. Die wollte er noch verbrauchen. Solange es nicht rosa geworden ist, ist ja alles in Ordnung. Nein, also rosa kommt weiß Gott nicht hier in das Schiff rein. Okay. Der Ping, so wie ich das sehe, der ist auch schon zu gut 70% abgeschlossen. Dadurch haben wir dich ja auch dann gefunden, deine Kapsel. Ich hoffe, da taucht jetzt nicht noch irgendwas Bösartiges auf. Aber den müssen wir erstmal noch fertig schicken lassen. Was denn los? Hast du einen Fehler im Triebwerk, oder? Nö, mir war irgendwie danach. Habt ihr eigentlich mal eine kleine Frage? Habt ihr eigentlich ein Zimmer frei? Müsste. Lass mich mal gucken. Dabei, mir fällt gerade was ein. Wo steckt ein Chrono eigentlich hier? Der ist doch über die Luftschleuse raus vor ein paar Tagen. What? Ihr verliert Leute Luftschleusen? Der hat nichts ausgehalten. Der hat ein Glas von frisch gebranntem getrunken und hat danach 2-3 Tage gereiert am Stück. Ah ja. Und dann wollte er unbedingt noch, weil die Eimer leer waren, zur Luftschleuse rausreiern und wir haben das nicht schnell genug mitgekriegt. Der war schuld. Das war aber auch ein bisschen blöd. Genau im Warpsprung muss er die Luftschleuse aufmachen und so schnell kann man dann... Oh, FTL-fähig. Freut mich zu hören. Ja. Haben wir vor kurzem nämlich unsere Antriebe dank meiner genialen Wissenschaft modifiziert. Also ich würde sagen, hier wollten wir eh die Crew-Quartiere reinsetzen, aber da wir auch in der Medical Bay die Betten haben, denke ich mal, können wir das hier entbehren. Okay. Es wird vielleicht, lass mich kurz nachrechnen, 20 Minuten dauern und dann habe ich mir das Ding eingerichtet. Okay, dann möchte ich gerne die ersten 3 Monats mieten. Spaß. Okay. Kannst du dich ja einrichten. Wenn du mal was trinken willst, die Brücke hat ein schönes Glasdeck. Ja, okay. Na dann, Jungs. Bis gleich. Und bevor ich es noch vergesse, in die Richtung ist die Kantine. Ah, good to know. Und wo sind die Toiletten? Wusste, wir hatten was vergessen, als wir losgeflogen sind. Scheiße! Wortwörtlich. Ich mach mich da gleich mal dran, mal die zu entwerfen. Bis dann. Schon dabei.
Okay. Wette, die haben wir irgendwo noch in einem Cargo-Container drin liegen. Würde mich sogar nicht wundern, weil ich habe mich gewundert, warum da noch so viel Restgewicht übrig ist. Dabei hätte ich... Ach, da hättest du auch nachgucken können, du Sack. Ja, irgendwie bin ich dazu gekommen, aber ich verstehe das nicht. Ich habe doch eigentlich alle gründlich ausgepackt, also... So, dann fange ich mal an. Ich gehe mal kurz mal eben was an der Brücke checken. So, dann gucken wir mal, ob er sich eingelebt hat. Dick. So. Ding, ding. Ein Moment bitte. Hat der jetzt ernsthaft eine Klingel in die Tür gebaut? Vor allem eine Verriegelung. Mach die Bucht auf! Bei uns gibt's keine verriegelten Türen. Moment, das haben wir gleich. Ah, okay. Ups. Kommt rein, entschuldige, Spannung. Ich hab die Tür abgeschlossen, damit hier keiner ins Schweißbrenner läuft. Er hatte kein Schweißgerät in der Hand, um die Tür aufzumachen. Nein. Hast dich aber schnell eingerichtet. Kolonisten halt, wir sind immer schnell dabei. Ja, 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 ein Plasmaschneider, ja, wo hast du den her? Das hier drüben ist doch der Schweißgerät. Nein, das hier. Da drüben ist eine Kreissäge. Meine ich doch, das hier. Du bist aber gerade zum anderen hingerannt, du Dödel. Ja, ich meine den hier. Ich war gerade aufgeregt, Entschuldigung. Ja, industrieller Schneider. Das ist die Version 5.72. Die haben wir in unserer Firma nie gehabt. Ich musste mal mit dem Scheiß rumlaufen. Das Schätzchen hier drüben mehr. Da kriege ich schon wieder dumme Gedanken. Ich dachte, ihr habt keinen Recycler und baue ich euch Strickzort ein. Notiz an mich selbst. Halte Daniel von der Kreissäge fern. Das waren schöne Zeiten mit den Dingern. Hm? Ich will gar nicht wissen, was du damit noch alles angestellt hast. Sagen wir es mal so, ich hatte mal ein Schiff, einen kleinen Fighter, mit dem habe ich teilweise Schlachtschiffe in Teile gesägt. Sowas geht. Interessante Zweckentfremdung. Och, das Einzige, was übrig geblieben sind, waren zwei Hälften von einem Schiff und hinter meinem kleinen Fighter eine riesige Wolke aus Einzelteilen. Kann es zufällig sein, dass du die betaktet hast? Nö. Bin ich da? Es muss nur genügend davon sein, das reicht aus. Okay. Aber nett eingerichtet. Wow, sogar ein Entsafter. Das ist kein Entsafter, das ist meine Schiffs-KI. Übrigens, ich hab dir auch mal aus unserem Blockers-Drucker mal eine Packung Blockers mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon kennst. Blockers. Ja, doch, Blockers. Spaceman's Liebling. Genau. Blockers. Haben wir uns extra aus meiner Firma habe ich einen Drucker mitgehen lassen und damit brauchen wir also mal nicht auf Klos angewiesen. Blockers. Ja, ich hoffe mal, ihr habt zumindest an Müllvernichter gedacht. Daniel? Der Antrieb tut alles atomisieren, also. Ach ja, schaut mir das mal einen Antrieb anschauen. Oh ja, unser großer Liebling. Ich habe da so noch ein paar Furchtideen. Ich bin auf unseren Antrieb. Besser nicht. Ihr so stolz. So wie das Ding aussieht, habe ich eh das Gefühl, ein Schubser oder ein Tritt gegen und das ganze Ding fliegt in die Luft. Lass mal gucken. Oh, Standardreaktor, wie altmodisch. Weil ich dran denke, wie lange ich hier noch dran gearbeitet habe, bis es dann alles funktioniert. Das sind doch ein paar Schätzchen. Titan-MK. Hand dran reiben. Oh. Man beachte die Schläuche. Bis ich auf die Idee gekommen bin, die zur Kraftübertragung einzusetzen, hat es Tage gedauert. Doch keine Kraftübertragung. Wo ist denn dann Spritzufuhr für den Nachbrenner? Das Ding braucht keinen Nachbrenner, glaub mir. Das war auch eher scherzhaft gemeint, aber ja, wie die Dinge aussehen, brauchen die bestimmt nicht. Wie viele Mega-Newton schaffen die denn? Das sind... Also ich würde... Ich hab's noch nicht genau gemessen, aber über 10 auf jeden Fall. 10 Mega-Newton? Echt putzig. Soll ich dem Ding mal einen Tritt geben? Dann stelle ich mich mal aufs Dach. Ich will mal von außen mal sehen, wie das fliegt hier. Aber nur einen kurzen Schub nach vorne und mit den Antrieben wieder zurück. Dann schaue ich mal die Reaktoren an. Modell 4 Standard. Das lässt sich verbessern. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Baupläne drucken. Bisher halten sie eigentlich ganz gut. Und das Schöne ist, also nur zu deiner Info, wenn ich das von unserem Blauhemd da oben richtig verstanden habe, sind allein diese Reaktoren
jeweils eine Seite für einen Antrieb zuständig. Sind sie auch. Und sind zu 100% ausgelastet. Boah, was für Energieverschwendung. Ich bin's beim Moment... Nix Energieverschwendung, das ist eine 1:1 Übersetzung von deinem Saft. Verzeihung, ich meine nicht über Verschwendung, ich meine, was für eine... wie soll ich das am besten ausdrücken? Platzverschwendung. Ich würde dir empfehlen, auf die Brücke zu gehen im Übrigen. Das könnte leicht holprig werden, wenn wir dem Ding den Tritt geben. Ja. Ich glaube, ich sollte nochmal... Wir sollten ein paar Forschungen treiben, um das Ding kleiner zu kriegen. Da geht's nicht in die Brücke. Da geht's zur Kantine. Naja, sagen wir es so, ich bin im Moment noch an dem Konzept dran, die kleiner zu gestalten mit derselben Leistungsaufbringung. Aber ich habe da noch so ein paar Probleme bei den Gleichungen. Hast du auch einfach an Materie-Antimaterie-Reaktion gedacht? Das wäre vielleicht effektiver und platzsparender? Hab ich noch nicht mit einberechnet, aber Daniel, gib Stoff! Moment, ich bin ja gerade da. Ich bin schon am Aussichtspunkt. Oh! Moment, mein Aussichtspunkt? Ja, am hintersten Teil des Schiffes. Okay. Ich habe mir auch extra meine Magnetschuhe angezogen, also werde ich hier nicht weggeschossen. Hoffe ich zumindest. Glaube ich hier irgendwie Gummi. Nicht. Na, wo bleibt er denn jetzt? Ach, da steht er ja. Ich würde mich setzen, wenn ich du wäre. Okay. So, Magnetschuhe an. So, wir sind gleich bereit für den Start. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position und halten Sie sich gut fest. Es gibt keinerlei Anschnallgurte. Außerdem befindet sich eine Kotztüte direkt unter Ihrem Tisch. Und ein kleines Etui mit Salzstangen in ihrer Armlehne. Wir beginnen nun mit dem Salzstangen. Des Weiteren befehlen wir Ihnen, alle Blockers jetzt anzuziehen. 3, 2, 1. Feuer frei. Magnetschuhe, verdammt, Leute! Und nächstes Mal bei Space Engineers. Sir, die Feinde haben eine Rettungskapsel aufgenommen. Welches Modell kennen wir denn? Kennung Silver Kitsune. Ach Gott, nicht der Typ. Ich hab gedacht, unser Team 1 hätte das erledigt. Aber gut, dann müssen wir das selber tun.